Geschichten von Buddha gibt es viele. Und wenn du unter Zwangsgedanken, Depressionen, Panikattacken oder allgemein unter psychischen Problemen gerade jetzt in der Corona-Zeit leidest, dann wird dich eine Geschichte von seinen ganz großen Reisen besonders interessieren. Und diese Reise ist wohl auch die berühmteste Reise bzw. die berühmteste Geschichte von ihm. Und das ist die Geschichte seiner Erleuchtung. Darum geht es heute in meinem Video. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast auf meinen Kanal. Juan der Spanier, mein Name ist Juan und du hast ja gerade schon mitbekommen, heute geht es um das Video bzw. um das Thema die Erleuchtung vom Buddha. Und wenn du seine ganze Lebensgeschichte sehen willst in der Kurzfassung für Laien, dann klick einfach mal oben auf den i-Punkt. Da habe ich in meinem letzten Video seine berühmtesten und bekanntesten Stationen in seinem Leben erzählt. Aber warum ist eigentlich die Geschichte und der Lebensweg und so wichtig für dich, aber auch für mich und sollte normalerweise für alle Menschen so toll sein, was Buddha gelehrt hat, was Buddha getan hat, was Buddha erlebt hat? Ganz einfach. Denn in meinem Kanal, weißt du ja, geht es ja um Mindset, psychische Probleme, die wir ja momentan alle sehr stark haben, ne, in der Corona-Krise. Und es ist, bevor ich mit der Geschichte erzähle, es ist total interessant, das muss ich unbedingt noch loswerden, weil mir das total auf den Herzen liegt, ist, die heutige moderne Wissenschaft tut praktisch alles bestätigen, was dieser Mann vor 2500 Jahren selber entdeckt hat. Das heißt, die ganze Neuroplastizität oder auch jetzt gerade die neueste Therapie, der Fortschritt der Verhaltenstherapie, jetzt die metakognitive Therapie, arbeitet. Vielleicht macht sie ein paar oder ein oder anderen Verbesserungsvorschläge, aber der Grundsatz ist immer noch der Weg Buddhas. Es ist der Weg Buddhas, worauf die modernen Wissenschaften heute drauf aufbauen. Und das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr wichtig zu wissen. Die Erleuchtung. Nun, zur Zeit der Erleuchtung von Buddhas müsste er so circa 30 Jahre alt gewesen sein. Auf seinen Reisen hat er vieles gesehen, viel Armut, aber auch viel Reichtum. Und er wollte verstehen, warum das Ganze so ist. Und er hatte einen Wunsch. Er wollte für immer für sich selber glücklich sein, im Reinen. Aber natürlich hat er sich das auch für alle Menschen gewünscht. Also hat er mit sich selber experimentiert. Und eines seiner größten Experimente war, dass er sich dazu entschlossen hat, absolut bescheiden zu leben. Also der hat tatsächlich auf alles verzichtet. Obwohl er ja aus einer sehr, sehr reichen Familie gekommen ist, war er der Meinung, dass der Reichtum zerstört. Der Reichtum macht einen Menschen kaputt. Er macht ihn nicht glücklich, so wie wir meinen, weil es ist alles ein Glück von außen und es hält nicht lange an. Das, was ich übrigens auch in vielen anderen Videos immer predige. Also hat er so selber an sich selber herum experimentiert und hat dann angefangen, auf alles zu verzichten. Das ging dann tatsächlich dann so weit, dass er aufgehört hat oder nahezu aufgehört hat zu essen und auch fast nichts mehr getrunken hat. Er hat sich auch teilweise noch nicht mehr gewaschen. Ob das jetzt so unbedingt gut ist, sei dahingestellt. Aber er hat es so probiert. Er hat gesagt, ich möchte auf alles verzichten. Und es wurde sehr dramatisch mit ihm. Denn er hat immer mehr abgenommen. Und es ging ihm dann auch gesundheitlich nicht gut, weil ihm dann natürlich selbstverständlich auch die ganzen Nährstoffe gefehlt haben. Dann kam er dann irgendwann mal zu der Erkenntnis und hat zu sich selber gesagt, so kann es auch nicht weitergehen. Ich muss jetzt zumindest ein bisschen etwas was tun. Dann hat er wieder angefangen zu essen, hat gegessen, hat sich auch wieder gepflegt, hat sich auch wieder gewaschen und so weiter und so fort. Und hat sich zumindest ein bisschen der schönen Dinge im Leben auch gewidmet. Das heißt, vielleicht auch mal ein schönes Bad am See oder ich weiß es nicht ganz genau, ich war ja nicht dabei. Jedenfalls kam er nicht weiter. Er kam nicht weiter und er kam nicht weiter und es ging ihm weder mit dieser Armut gut, noch ging es ihm mit diesem Mittelmaß gut. Aber er wollte per Du auf gar keinen Fall wieder zurück zum Reichtum, denn das kannte er schon aus seiner Kindheit, dieses Behütete und alles Mögliche. Und dann hat er das ja probiert mit der Armut und also hat er sich gesagt, nein, nein, auf gar keinen Fall, ich möchte nicht
zurück zum Reichtum. Ja, Buddha, Siddhartha, ging es psychisch immer schlechter, denn er fand keine Lösung. Also was geschah? Grübeln, das was du auch kennst. Er grübelte und grübelte und grübelte und am Anfang war es noch bewusst. Nach der Zeit hat sich dieses ganze Denken in ihm verselbstständigt. Das hat sich regelrecht verselbstständigt. Die Gedanken haben sich aufgedrängt über die Probleme des Lebens und so weiter und er fand innerlich auch keine Ruhe mehr. Es ging ihm tatsächlich eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Heutzutage würde man ihm vielleicht eventuell die Diagnose stellen, mittelschwere Depression mit sogar, ja, Zwangsgedanken. Ja, und darauf möchte ich jetzt zukommen zu diesem Thema, das eigentliche Thema dieses Videos. Eines Tages in einem Wald in einer großen Lichtung mit einem riesigen Baum saß er sich hin und wollte zur Ruhe kommen. Das war der Tag der Erleuchtung, Siddharthas Erleuchtung. In dieser Erleuchtung hat er unter anderem, ich kann jetzt nicht alle Sachen aufzählen, das würde den Rahmen sprengen, aber unter den anderen hat er zwei Dinge erkannt. Die berühmte Erleuchtung Siddharthas. Die erste Erleuchtung war, dass er sich hinsetzte und ihn auf einmal innere Bilder kamen, so die buddhistische Lehre, dass er sich tatsächlich daran erinnern konnte, an frühere Leben von ihm. Er sah Bilder und Erinnerungen seines früheren Lebens. Er konnte die ganz deutlich in sich sehen, so wie du mich sehen kannst. Also keine schizophrene Erkrankung, aber er konnte das tatsächlich so sehen, so die buddhistische Lehre. Und er konnte noch was erfahren. Er konnte aus diesen inneren Bildern und alles, was er gesehen und gefühlt hat, erfahren, dass das, was du heute in diesem Leben tust, jetzt wird es spirituell, man kann es glauben, man muss es nicht glauben, aber es gehört zu der Geschichte dazu, dass das, was du heute tust, in deinem nächsten Leben dir wieder widerfahren wird. Das heißt, du wirst unter Umständen im nächsten Leben dafür vielleicht bestraft, was du Schlechtes getan hast, oder du wirst belohnt für das, was du Gutes getan hast. Das war eines der Erleuchtungen. Es gibt noch mehrere Erleuchtungen. Die zweite Erleuchtung, die er hatte, und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Die zweite Erleuchtung war es, dass er an diesem Tag unter dem Baum verstanden hat, dass wir aufhören müssen zu bewerten. Was meine ich damit? Was möchte ich damit sagen? Wir müssen aufhören, also ich nicht, der Siddhartha, was meinte er damit? Er meinte, dass wir Menschen alles bewerten und beurteilen. Ja? Wir sehen diesen Baum, der ist hässlich. Wir sehen den Fluss, der ist schön. Alles ist aber nur eine Bewertung. Dann hat er sich gefragt, ist das die Realität? Und er kam zu der Erkenntnis, nein, die Realität ist einfach nur, das ist ein Baum, das ist ein Fluss. Dann kam er weiter und dachte sich, wenn das die Realität ist, sind dann meine Gedanken, deine Gedanken, die Realität? Und in der Erleuchtung sagte er, nein. Dann sagte er, muss ich dieses Grübeln, diese Gedanken stoppen, wenn sie nicht der Realität entsprechen? Und er kam darauf und sagte, nein, muss ich nicht. Muss ich mich ablenken, so wie ich es vorher immer getan habe? Und er kam auf die Erleuchtung, nein, muss ich nicht. Also kam er auf einen neuen Pfad. Auf dem Pfad, ja, der Akzeptanz, der Achtsamkeit. Er akzeptierte im Hier und Jetzt und er tat was anderes. Er setzte sich hin in eine Schneidersitzposition, so wie ich jetzt auch da sitze, hat seine Augen geschlossen. Und das darfst du jetzt auch tun, wenn du möchtest. Und hat einfach nur beobachtet. Hörst du vielleicht das Zwitschern? Das Wasser, des Sees, des Flusses.
Geräusche vom Wind. Und dann merkte er schon, es kommen schon wieder Gedanken. Die Gedanken waren, warum ist die Welt so ungerecht? Und er tat etwas, was er vorher nicht getan hat. Er hat den Gedanken einfach, da geht das. Was hat er dann getan? Der Gedanke bleibt da. Zurück zum Atem. Also kehrte er zurück zum Atem und da merkte er schon, jetzt kommt schon wieder der nächste Gedanke. Bewerte ihn nicht. Er darf da sein. Ich akzeptiere. Und jetzt könnte man diese Geschichte 2, 3, 4, 5, 6 Stunden weitererzählen oder gar 60.000 Mal, denn so viele Gedanken hast du an einem Tag, bis 80.000 Gedanken. Und jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt, kannst du, wenn du möchtest, zurück zum Atem kommen. Warum zum Atem? Du musst nicht zum Atem zurückkommen, du kannst auch zum Baum zurückkommen. Aber der Atem ist ein gutes Instrument, hat er herausgefunden, weil es in dich innen drinnen ist und deine Gefühle sehr stark beeinflusst und reguliert. In deinem Zwerchfell. Also hat er sehr gerne den Atem benutzt. Es ist jetzt 2 Wochen her, circa 2 Wochen, da habe ich einen Klient gehabt und dieser Klient, den habe ich wirklich sehr lange schon jetzt gehabt, ich glaube seit circa fast 5 Monaten und wir haben wahnsinnige Fortschritte gemacht und es ging ihm tatsächlich zunehmend besser, besser, besser und besser. Er litt unter Zwangsgedanken. Starken Zwangsgedanken, religiösen Zwangsgedanken, aber auch pädophilische und so ein Zeug und hat sich den ganzen Tag gegrübelt und Sorgen gemacht und wir haben sehr, sehr starke Verbesserungen gemacht, wie gesagt. Und vor knapp 2 Wochen rief er mich an und sagte zu mir, er möchte das Ganze abbrechen. Ich fragte ihn, warum. Er sagte, nun, weil ich denke, das Ganze bringt mir nichts. Und ich sagte zu ihm, weshalb? Und er sagte, naja, mir geht's immer mal besser, wenn wir unsere Coachings haben und dann kommt wieder der große Einbruch. Und deswegen denke ich, das Ganze hat einfach keinen Sinn. Ich akzeptiere es, dass es mir nicht besser geht. Dann habe ich mir so innerlich gedacht, das ist ja auch schon ein Schritt der Akzeptanz. Aber nein, worauf möchte ich hinaus? Es gab einen Punkt, einen gravierenden Punkt und das, jetzt möchte ich dich wirklich bitten, dass du mir aufmerksam zuhörst und bitte deine ganze Aufmerksamkeit schenkst, weil das ist nämlich so wichtig. Gerade bei solchen zwanghaften Grübeln ist es so wichtig zu verstehen. Er hat eines bis zuletzt zwar vom Verstand her verstanden, aber nicht im Herzen. Und was war das? Die Akzeptanz dieser Gedanken. Nämlich genau das, was Buddha lehrt. Das hat er nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass man Gedanken, egal welche Art und Form, und es ist egal, welche Gedanken du hast, ob du jetzt diesen Gedanken hast, ob du dies bedenkst oder das oder jenes, akzeptiere ihn doch. Du hast doch eh schon alles probiert. Du hast ihn doch unterdrückt. Du hast doch dies gemacht, du hast doch jenes gemacht. Hast dir was gebracht? Nein, es bringt dir nichts. Und das hat Buddha vor 2500 Jahren an seinem 30. Lebensjahr circa, hat er schon damals gesagt. Und wie ich am Anfang dieses Videos gesagt habe, kommt heute die Neuroplastizität darauf und die metakognitive Therapie, dass das, was Buddha gesagt hat, gestimmt hat. Und es hat nichts mit Religion zu tun. Gut, wenn man so möchte, könnte man den ersten Ansatz mit der Erleuchtung, wo er sagte, Er hat sich im früheren Leben gesehen, könnte man als spirituell, mystisch sehen oder sonst irgendwie was. Bitte, die Geschichte ist auch 2500 Jahre alt. Jesus Christus, seine Geschichte ist 2000 Jahre alt. Und man könnte genauso sagen, es ist mystisch, wenn man sagt, er ist vom Tode auferstanden. Man möge dran glauben oder man möge dran nicht glauben. Das bleibt jedem vollkommen selbst überlassen. Das ist wirklich jeden in seiner eigenen Religion, in seiner eigenen Überzeugung, so wie er es möchte, darf er das glauben oder nicht glauben. Jetzt ist es natürlich so, dass du unter Umständen vielleicht, so auch wie dieser Klient, bei ihm waren es jetzt, ich habe ihn gefragt, glaube ich, seit 16 Jahren unter diesen zwanghaften Gedanken und diesen zwanghaften Grübeln gelitten hat oder leidet immer noch. Da kannst du nicht erwarten, dass das von heute auf morgen verschwindet. Wenn du ins Fitnessstudio gehst,
So wie ich vor dem Lockdown. Und du möchtest Muskeln aufbauen. Dann gehst du auch nicht zweimal ins Fitnessstudio herein und hast, so nach zweimal Training einen 48er Oberarm. Kenne ich keinen Menschen, selbst wenn er nachhelfen würde. Dasselbe ist mit deinen Synapsen hier oben. Du hast 8 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre, egal wie viel, hast du die ganze Zeit dein Gehirn falsch benutzt. Du hast dein Gehirn falsch benutzt, in die falsche Richtung. Du hast die ganze Zeit so gedacht, ich muss das unterdrücken, ich darf das nicht denken. Wenn ich das denke, bin ich ein schlechter Mensch. Diese Gedanken lösen diese Gefühle aus und hast auch immer so eine Metakognition, wie man es heute nennt, gehabt, dass du in dich gekehrt warst und die ganze Zeit da drin verstrickt, statt hier zu sein. Jetzt hast du 16 Jahre deines Lebens oder egal wie viele Jahre solche Angewohnheiten gehabt. Du wirst nicht zweimal zum Atem zurück, Gedanken und alles ist gut. Und das ist das, was leider viele meiner Klienten, nicht alle, aber viele meiner Klienten falsch machen. Sie machen das 2-3 Mal, vielleicht 4 Mal, vielleicht 5 Mal oder auch öfter. Aber sie merken dann eine Verbesserung, genau wie bei ihm, und dann hören sie auf. Sie hören auf und sie denken, ich habe eine Verbesserung, jetzt wird schon wieder alles gut. So funktioniert das nicht. Dein Gehirn wurde 16 Jahre, wie gesagt, in diesem Fall falsch benutzt. Dein Gehirn, das menschliche Gehirn, liebt Gewohnheiten. Glaube mir eins, wenn ich mich in eines auskenne und dann selber an mir beobachtet habe, in meinem Lebenslauf. Das menschliche Gehirn mag zum Beispiel keine Motivation, aber Gewohnheiten mag es. Und diese Gewohnheiten, denn das Gehirn ist relativ in dieser Form leicht gestrickt. Es will immer den einfachsten Weg nehmen. Ob das nun jetzt gut ist oder falsch, weiß das Gehirn nicht. Aber wenn du immer und immer wieder dein Gehirn auf diese und diese Weise benutzt hast, dann kannst du nicht erwarten, dass du zweimal meditiert hast oder ein paar Mal hin und her und dann wird wieder alles besser. Also, wir fassen mal zusammen. Du hast Zwangsgedanken, du leidest unter Grübeln. Meditation, insbesondere die Achtsamkeitsmeditation. Es ist nicht nur so ein Hype oder so ein Trend, den wir momentan haben. Nein, es ist viel mehr. Es ist wirklich das A und O, wenn du unter solchen Problemen leidest und gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, in der wir alle leben, und du hast vielleicht auch mehr Zeit zu Hause, dann nimm dir diese Zeit und meditier doch einfach mal und bleib da einfach mal konsequent dran. Üb das, mach das und du wirst sehen, du wirst deine Sinne mehr schärfen auf das hier draußen. Erinnere dich an vorhin. An den Baum, an die Geräusche. Erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe. Erinnere dich an das Wasser. Und erinnere dich an den Atem. Und wenn die Gedanken kommen, sie sind nicht gut, sie sind nicht schlecht. Sie sind das, was sie sind. Sie sind Gedanken. Wir kommen zum Schluss. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Aber ich habe noch ein ganz kurzes Anliegen an dich. Ich höre in letzter Zeit immer wieder öfter. Ich habe dich abonniert, aber ich kriege keine Benachrichtigung. Aktiviere bitte die Glocke. Ihr abonniert, aber ihr aktiviert immer nicht die Glocke. Und dann kriegt ihr das irgendwann mal eine Woche aus Zufall später mit. Ich habe ein Video gedreht. Aktiviert bitte auch immer zusätzlich die Glocke. Es wäre sehr, sehr nett, wenn du das machst. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe wirklich, dass ich dir heute einen guten Mehrwert geben konnte und dir auch helfen konnte. Vielen lieben herzlichen Dank. Namaste.